Wenn wir über Karma sprechen, richten wir unsere Aufmerksamkeit oft auf unsere eigenen individuellen Handlungen, bringen sie Positives oder Negatives in die Welt? Einige wenige ausgewählte Menschen tragen jedoch eine schwerere Last, nämlich das Karma ihrer Familie über Generationen hinweg. Obwohl wir alle die Auswirkungen unseres eigenen individuellen Karmas spüren und die langfristigen Folgen unserer eigenen Entscheidungen erleben, gibt es einige, die eine schwerere Last tragen. Karma kann sich im Laufe der Zeit aufbauen, und es wird seit langem die Theorie vertreten, dass eine Familie familiäres Karma tragen kann, das Ergebnis von Generationen von Menschen, die alle ihre eigenen Moralvorstellungen und Werte interpretiert haben. Obwohl dieses Karma von jedem Mitglied der Familie kommen kann, gibt es einige, die die Last tragen werden. Erste manchmal erleben sie unerklärliche Krankheiten. Es gibt Zeiten, in denen die Energie des Karmas mit einem solchen Druck auf uns lastet, dass sie tatsächlich körperliche Schmerzen und Leiden verursachen kann. Dazu gehören eine plötzliche Erkältung oder Grippe, Muskelschmerzen, unerklärliche Kopfschmerzen oder einfach Druck, der das Atmen erschwert. Zweite, sie fürchten die Auswirkungen von schlechtem Karma. Vielleicht sind sie sich dessen nicht bewusst, aber sie werden alles tun, um sich vor den Folgen schlechten Karmas zu schützen. Manche mögen sie sogar für paranoid halten, weil sie einen Großteil ihrer Zeit darauf verwenden, Negativität zu vermeiden und positive Energie in allen Bereichen ihres Lebens zu fördern. Dritte, sie erkennen, dass sie im Vergleich zu ihrer Familie ein höheres spirituelles Bewusstsein haben. Oft ist das Familienmitglied, das die Verantwortung für die Familie übernimmt, am meisten mit der spirituellen Welt verbunden. Sie können die spirituelle Energie auf eine Weise spüren und sich mit ihr verbinden, wie es keiner anderen Familie möglich ist. Sie sind spirituell bewusster als jeder andere in ihrer Familie. Vierte, sie werden in seltsame oder bizarre Familienangelegenheiten hineingezogen. Wenn in deiner Familie etwas nicht in Ordnung ist, egal wie seltsam oder bizarr es sein mag, kannst du es einfach nicht vermeiden. So sehr du es auch versuchst, du wirst in alle Familienkonflikte, Meinungsverschiedenheiten und Dramen hineingezogen. Und warum? Weil die Last des Familienkarmas letztlich auch Auswirkungen auf dein Leben hat. Fünfte, sie erkennen die wiederkehrenden Muster im Verhalten ihrer Familienmitglieder und haben das Gefühl, dass sie sie in Ordnung bringen wollen. Wenn in ihrer Familie etwas passiert, können sie nicht umhin, die Verbindung zu Situationen in ihrer Vergangenheit zu erkennen. Es gibt Muster und Trends. Die Familienmitglieder machen regelmäßig in jeder Situation denselben Fehler, den das Karma zu korrigieren hofft. Sind sie bereit, diese Gelegenheit zu nutzen und daraus zu lernen? Sechste, du hast irgendwie das Gefühl, nicht in deine Familie zu gehören. Es ist schwer, den Finger darauf zu legen, aber irgendetwas an dir passt nicht ganz zu den anderen Familienmitgliedern. Du fühlst dich anders. Du bemerkst vielleicht, dass du andere Charaktereigenschaften, Stärken, Schwächen oder natürliche Reaktionen auf die Außenwelt hast. Siebte, sie machen sich wirklich Sorgen, dass sie dieses Karma an die nächste Generation weitergeben könnten. Es ist ihre Last, die sie zu tragen haben, sie erkennen jedoch auch, dass jemand anderes, der nach ihnen kommt, es auf seinem Rücken tragen wird. Aus diesem Grund machen sie sich Gedanken darüber, wer die Verantwortung in der Zukunft tragen wird. Sie können sich sogar darauf konzentrieren, das gegenwärtige Karma zu korrigieren, um der nächsten Person einen Teil des Stresses abzunehmen.